Nicht die Trichter, die Rahmen meine ich. Ich brauche sowieso das ganze Holz wahrscheinlich. Ja. Das hat tatsächlich nicht gereicht, Leute. Wow. Ich wollte eigentlich einen ganzen Stapel machen, weil ich mir dachte, ein ganzer Stapel wird bestimmt reichen. Naja. So, jetzt innen noch. Das müsste ich mir aber erst auch wieder innen ansehen. Okay, immer rechts. Also auch zur Tür hin wahrscheinlich. Beziehungsweise immer dort, wo der feste Block ist. Okay. Ein Gewitter ist draußen. Es hat tatsächlich gereicht, Leute. Wow. Wie viel Leder hätte ich denn noch übrig? Theoretischerweise. Nicht mehr viel. Naja. Ich packe das Leder einfach hier rein, Leute. Da muss ich nicht extra nach oben gehen. Dann haben wir hier die 26 und oben sammelt es sich wieder. Ist ja in Ordnung. So, die kommen erstmal hier rein. Weiter geht es mit den Truhen. Und Trichtern. Ich brauche also erstmal sehr viele Holz. Zählen wir mal nach, wie viel. Wir machen erstmal nur die Truhen. Für die Trichter zählen wir später separat. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, 21. Also 21 mal 8. Also 168. Blöcke. Und mal, wenn ich wieder durch 64 teile, also durch 8 mal 8, dann bin ich bei 21 geteilt durch 8. Das ist weniger als 24 durch 8, das wäre nämlich 3.
Also brauche ich keine drei Stapel. Echt jetzt? Ich habe vergessen, mal zwei zu rechnen, weil es waren Doppeltruhen, die ich gezählt habe. Es waren eigentlich 20 Doppeltruhen. Nein, halt. Nein, es waren einfache Truhen, die ich gezählt habe, genau. 21 einfache Truhen. Ja. Keine drei Stapel Holz, das haben wir hier. Hier haben wir schon einen und dann haben wir noch ein bisschen was. Passt. Dann machen wir einfach drei Stapel Holz, dann passt das schon. So, ich habe ein bisschen zu viel Holzbretter und ein bisschen zu wenig Holz. So. Und Fackeln sollte ich vielleicht auch mal wiederholen oder machen. Ach, die hole ich mir von der Försterei. Da haben wir eh sehr viele. Das war zu schnell. Hä? Bin ich jetzt ganz blöd? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, Leute. Ich habe vergessen, die rechte Seite mitzuzählen. Ich habe beide Seiten gezählt. Dann mal zwei genommen, eigentlich für beide Seiten. Nein, ich habe mir zwei genommen für die Doppeltruhen, damit ich hier die einzelne Truhe, die hier noch war, dazu nehmen kann. Hatte aber vergessen, dass ich nochmal mal zwei nehmen muss für die zweite Seite hier. Also erstmal zwei, dann nochmal mal zwei und dann erst plus eins. Das heißt, wir hatten 20. Also wir hatten 10. Ich habe ja bis 10 gezählt. Dann waren das mal 2 sind 20 Doppeltruhen. Mal 2 sind 40 einfache Truhen plus 1. Also 41. Und wir hatten jetzt 24. Also fehlen noch ganze 17. Hatte ich mich selbst ausgetrickst, Leute. Perfekt. So, dann jetzt die Trichter. Ich brauche 1, 2, 3, 4 Trichter. Da oben gehört das nicht mehr, das ist generell. Also 4 Trichter pro Feld. Und ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mal 2 sind 26, plus 1 sind 27 Felder. 27 mal 4 sind also 108 Trichter, die ich brauche. Für den Ring oben machen wir nochmal extra Leute. Erstmal nur für das hier. Das sind also 108 Trichter. Das heißt, ich brauche auch 108 Truhen. Machen wir erstmal die 108 Truhen.
1 und 8 Truhen wären mal 8, 864 Holzblöcke. Geteilt durch 64 wären 14, gerundet 14 Stapel Holzblöcke. Und das durch 4 wären 4 Blöcke Holzstämme. Also gehen wir jetzt 4 Blöcke Holzstämme holen. Oder Holz heißt es, glaube ich, nur, oder? Ein Stamm. Das Holzbrett und das Stamm. So, tatsächlich brauche ich nur 3,375. Also 3 Stapel und dann noch 24. Das heißt, ich brauche nur 1, 2, 3. Und dann reicht der, den ich hier habe, auch. Hiermit trotzdem 4 mit, glaube ich. Dann benutze ich 4. Dann habe ich ein paar Truhen schon mal für, auf Vorrat. Und kann hier die 24 haben. So, also. 1, 2, 3 und... Hier, behalte mir das hier. So, 108 brauche ich ja. Das sind mehr als 108, finde ich super. So, jetzt brauche ich aber da auch das Eisen dafür. Und zwar, es waren 108 Truhen, also brauche ich 108 mal 5 Eisenbarren. Durch 64 wären 9 Stapel Eisenbarren. So viele Stapel Eisenbarren habe ich gar nicht. Oh doch, eigentlich schon. Wisst ihr was, das machen wir mal. Oh, da ist doch Kohle drin. Da ist doch Kohle drin. Eins nehme ich mir raus, denn eins brennt ja schon. So, ich brauche mal das hier. Da kommt dann die Kohle rein. Und dafür hole ich mir noch das hier und hole mir hier die 3 Kohle noch. Heben wir uns das mal noch auf. Oh, dann muss ich wieder Kohle holen später. Aber der hier kann jetzt erstmal wieder weg. Da hätte ich sogar noch einen drin. Aber das, was hier ist, das sollte trotzdem reichen. Für die ganze Stapel braucht man ja nur 8 Holzkohle. Das sollte reichen. Dann machen wir jetzt erstmal mit dem Eisen, das wir hier haben. Eisen, Trichter. Und verbauen die und dann kommen wir wieder zurück, holen uns alles an, an Eisenbarren, das bis dahin geschmolzen ist, machen die nächsten Trichter und verarbeiten die wieder. Und so weiter. Egal. Fangen wir hier an.
So, so war das doch, oder? Auf dem Rückweg sehen wir uns das nochmal an. Der geht dahin, der da rein und der gegen die Wand. Ja, genau. Fangen wir von unten her an. So, dann Trichter bauen. Und Trichter platzieren. Wir fangen von vorne an, Leute. Irgendwie ruckelt das gerade ziemlich. Das ist wieder ein guter Fortschritt für das geheime Lager, Leute. Gefällt mir gut. Wenn ich das so ungleich verteile, ist das ein Problem mit dem Verbrauch der Holzkohle. Das finde ich schlecht. Und ich war irgendwie schneller als vorhin. Obwohl ich mehr als dreimal so viel hatte. Seltsam. So, ich habe jetzt hier noch 4. Aber einer ist schon angefangen, das ist schlecht. Ich glaube, wir lassen die erstmal brennen, Leute. Und packen keine neuen mehr rein. Vielleicht nehme ich auch die Holzkohle kurz raus. Ja, genau. Beim letzten Stapel Rohr, als wir angekommen sind, Leute, nehme ich die Holzkohle einfach überall raus, dann fertig. Dann weiß ich, wie viel ich ungefähr wo noch reinpacken muss.